Ein Mühling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Der war nicht leise. Nee, überhaupt nicht. Das Spiel ist scheiße. Oh. Ah, warum hab ich... Ah. Super. Warte mal ganz kurz. I've gathered a list of other hunters asking for help. Komm ich so da rein? Wieder müsst ihr eigentlich. Warte. Ich geh mal ganz kurz. Hier. Oder ob's die jetzt auch. Oh, ich bin so doof. Ich habe auswählen auf Verlassen gedrückt. Nice. Ja. Was habe ich verpasst? Außer, dass ihr gelästert habt? Und sonst nichts. Oh, wir haben jetzt auch das Ouija-Brett übrigens ausgestellt. Ja. Geil, sehr oder? Sehr cool. Die Sammlung wächst und wächst. Wir müssen nur langsam mal mehr Knochen finden, damit wir den Menschen zusammenbauen können. Denkst du, wir können ihn wirklich zusammenbauen? Keine Ahnung. Aber es werden immer mehr Knochen. Cool wär's. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Ich würde nur ganz gern eigentlich vielleicht mal eine Raucherpause machen. Achso, ich rauche immer währenddessen. Ja, ich rauche halt nicht mehr in der Wohnung. Achso, okay. Ja, nee, dann machen wir eine kurze Raucherpause. Also 5 Minuten? Ich würde komplett rausgehen. Ich verabschiede mich komplett. Small. Really? Du bleibst hier. Schade. Ja, 23 Uhr. Ich habe ihn schon ganz nach geerbt. Hallo, ich auch. Ich bin seit 2:30 wach. Ja, nee, ich bin fertig, Alter. Okidoki. Du bist hässlich, ja. Meinst du? Auch das, ja. Okay. Und stolz. Und stolz drauf, Alter. Aber richtig. Ja gut, aber dann, wenn du eh rausgehst, würde ich sowieso maximal noch 1 oder 2 Runden machen, dann kann ich danach rauchen. Ja, okay, dann machen wir das so. Ne, machen wir noch 1, 2 entspannte. Also dann. Jetzt haben wir wenigstens Dominik, der uns ausbremst. Ja. Mach doch wenigstens. Also oder du machst eine noch mit. Eine noch und wir machen alle Schluss. Nein, ich mach jetzt keine mehr. Komm, eine. Ich hör's auf. Einmal Leuchtturm. Einmal Leuchtturm. Nein, ich hör's auf. Komm. Ich sterb doch sowieso. Ja, ist doch egal. Ich lass mich da jetzt nichts überreden. Komm schon. Ich lass mich jetzt. Ich hab dich beim letzten Mal auch überreden können, außer nämlich dich gerade von hinten. Tim sagt auch mal was. Ich finde die Kommunikation super. Komm, eine noch. Aber einmal Leuchtturm würde auf jeden Fall noch gehen. Komm. Nee. Komm, eine Leuchtturm noch. Ach Mann. Ja, also eine Leuchtturm. Ja, Mann. Noch. Lass mal eine Leuchtturm machen, ohne alles. Okay, okay. Einfach nur auf gut Glück raten. Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Ja, wir gehen rein, raten einfach nach 3 Sekunden. Ich geh wieder raus. Ich schmeiß alles rein, was ich hab, was ich nicht hab, schmeiß ich nicht rein. Soll ich da noch was reinschmeißen, oder? Ja, das kostet... Bier ist überhaupt gar kein Problem, Tim. Krieg mal hin. Ich bin bereit. Wäre cool, wenn wir vielleicht wenigstens einmal richtig liegen, ne? Oh, ich bin jetzt auch Level 10. Richtig. Ich heute schon. Ja, du. Haben wir mit Level 10 eigentlich was Neues freigeschaltet? Ach ja, das Stativ, ne? Warum bist du denn jetzt auch Level 10? Ja, na, so ein bisschen XP kriegst du ja immer wieder, ne? Ja, ihr habt mich jetzt beide mit den Leveln überholt. Vielleicht, weil wir das letzte Mal ohne dich ja noch 2, 3 Runden gemacht haben. Und da ein bisschen was. Wir waren nämlich vorher alle auf Level 9. War frech. Ja. Domi, bist du bereit, wenn du uns schon überredest, noch eine Runde zu machen? Ich glaube, er ist wieder disconnected. Bei mir steht er noch drin. Der spielt bestimmt wieder an sich rum. Ja, bereit. Achso, ich bin nicht bereit. Warum bin ich nicht bereit? Das fragen wir dich. Okay, jetzt stehen bei mir alle als bereit, aber ich kann noch nicht auf Start drücken.
Achso, weil dadurch, dass ich draußen war, bist du jetzt der Host. Jetzt. Ja, ich war dadurch, der dass ich draußen war, ich warst du der Host. Chef der Lobby. Mhm. Ja, ich war der Host. Hast du mir einfach meine Lobby geklaut, klar. Also wer hat was? Nur, dass ich irgendwas anderes unnötiges nehme. Ich hab Thermometer, IMF und Lampe. Okay, ich hab ne Fotoapparat. Kamera und Speaker. Fotokamera und... Wie heißt denn der hier? Hat schon jemand ein Thermometer? Fischer, ja, hab ich. Thermometer hat noch keinen. Achso. Dann nehme ich Zeuge eines Geisterereignisses. Um den Geist von der Jagd für ein IMF-Messgerät. Beweise für das Übernatürliche. Okay, alles klar. Ich lauf jetzt mit IMF rein. Kann ich anfangen? Ich habe UV und Fotoapparat. Also ich bin für die okay. Totems. Du rennst einfach einmal durch und machst von allem ein Foto. Hier ist eine Tür schon offen. Ich höre. Wissen wir, wo der Lichtschalter ist? Erster Stock neben der Treppe. Aber ich glaube, die wechseln. Also da war er zumindest das letzte Mal. Handelt alle, ne? Wo ist der scheiß Sicherungskasten? Na, der ist jedes Mal woanders. Ja, das nervt. Ah, hier ist er. Na. Was ist das für Scheißmucke? Hast du wieder deine Geräusche gemacht? Wir hätten das Radio angemacht. War das? Gerade so eine Schiffhupe? Ja, das ist auf jeden Fall was Komisches. Bist du hier? Hinten ist ein Dings. Domi sagt doch den Sagen auch nicht. Den Namen. Die sind doch eh so aggressiv hier. Ich halte mich fern von dem. Der ist verrückt. Seit wann läuft das Zahnrad oben im Leuchtturm? Das so lief sonst noch nicht. Wenn man den Strom anmacht, dann läuft das, glaube ich. Ernsthaft, ist mir noch nie aufgefallen. Wir hatten doch beim letzten Mal auch den Strom an. Bei unserem ersten Run. Hunted. Vielleicht aus, aber IMF. Scheiße, war das 5 oder war das K5, Alter? Ich glaube, ich habe alle Totems. Irgendwo hier. Ja, hier war es aktiv, ne? Ja. Ich habe die Kamera hingepackt. Alle runter. Kann es sein, dass die Sicherung draußen ist? Nee, die Sicherung ist nicht raus.
noch? Ja. Sicherung ist noch drin. War plötzlich so dunkel. Zu 90% sicher, wir können UV ausschließen. Und jetzt ist es dunkel, oder? Wir sind draußen. Also ich habe bis jetzt nirgendwo Fingerabdrücke gesehen und ich war schon ziemlich gründlich. Hallo. Gehst du? Ich bin gerade auf dem Rausweg, ja. Okay, ja, wir haben eine Hand. Ich komm nicht rein, die Hand. Ja. Dann warten wir kurz. Könnte das daran liegen, dass ich gerade wirklich das letzte Totem gefunden hab? Es kann sein, dass sie dadurch richtig aggressiv sind, ja. Tschüss. Wollen wir UV schon ausschließen? Ausschließen würde ich nicht direkt. Ich packe hier ganz unten den Bewegungssensor hin. Ich versuche aber das Buch noch oben hinzupacken. Okay, ich gehe mal in die Überwachung. Meine Sanity ist bei 0. Bei 1. Deine ist bei 0. Deine, jetzt auf 1. Schwankt zwischen 1 und 0. Domi ist am höchsten mit 15. Ja, also mit 0 überlebe ich auf jeden Fall. Und ihr seid auf 10. Okay, sind beide noch da? Wieder auf 0. Auf 3. Danke. Zehn. Wir haben halt alle keine Sanity mehr. Das ist. Jetzt ist es wirklich sehr, sehr gefährlich. Ist wieder 0? Aktuell noch auf 10 und hat, wir haben keine Sanity mehr. Also niemand. Auf 6, auf 5. Auf 0. Zehn. Die ist ganz oben. Die ist ganz oben. Welches? Okay, ich glaube, Sepp ist weg. Nee, Domi ist weg.
Domi, war schön mit dir. Mein verloren. Ja. Die ist ganz eklig auf mich zugekrabbelt. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob sie geflirtet hat. Naja, wenn du eklig auf mich zukrabbeln als flirten siehst. Bewegungssensor. Sie hat danach gesagt, hey. Tommy, bist du das? Dann einmal durch, bitte. Das ist Tommy. Ja, er hört uns. Hast du zufälligerweise einen Hinweis für uns? Okay, ein Hinweis. Ist es Gefriertemperatur? Du hattest EMF dabei, oder? Ist es EMF? Nein. Drei? Also weiß er es nicht. Ist es das Geisterbuch? Das hatte ich. Okay. Na, vielleicht hat er es ja gesehen. Das Geisterbuch habe ich nach ganz oben gepackt. Da könntest du einmal kurz nachgucken. Wir warten 2 Minuten. Wie gesagt, ich würde UV. Oh, wir haben die Dotzen und ich würde das UV ausgrenzen. Weil ich habe von unten bis oben wirklich überall geguckt und da war nichts. Aber wir haben das mit diesen Dots noch. Ja, wenn du mit 0% da rein möchtest. Ich war ja schon nicht mit 0% drin und sie hat nur Hallo gesagt. Ja, gut, ich bin Schisser. Ich probier's mal. Wir können uns ja unterhalten. Bist du noch drinne? Ich? Oder? Nein, er. Du musst jetzt sagen, ob er antwortet. Mach ich. Aktivität 10? Ja, scheiße. Ja. Zum Glück kommt sie nicht hier runter. Vielleicht springt sie. Wie gesagt, ich probiere das mit den Dots. Ich antworte dann gleich mit dreimal reingehen, ob ja oder nein. Also Aktivität sehr schwankend, aktuell auf 7. Das ist schon unheimlich. Das haben wir. Wäre cool, wenn du dem Geist noch während der Jagd entkommst, weil dann haben wir alle 3 Aufgaben erfüllt. Würdest du dich mal anstrengen müssen fürs Team? Ist das da Blut?
Haben wir was im Buch? Ich hab was in meiner Hose. Hast du dir schon wieder eingepisst? Nee, das war das große Geschäft. Das war das große Geschäft. Ja, wir waren auch auf 10. Bin ich der entkommen? Nee. Willst du mich verarschen? Dann kann man das nicht lösen. Die war genau hinter mir und ich bin weggerannt. Vielleicht ist es ja noch nicht vorbei. Also für mich ist es vorbei. Domi, bist du eigentlich noch am Start? Hatten wir jetzt was im Geisterbuch? Geisterbuch war nichts und als Orb habe ich auch nichts sehen können. Okay, kein Geisterorb, kein Geisterbuch. Bleibt nur noch Gespenst, Oni und Zwillinge. Okay, Domi will, glaube ich, was loswerden. Ich bin mir sicher, sie hat mit mir geflirtet. Okay. Irgendwas ist gerade sehr, sehr oft durch den Sensor gegangen. Hat sie jetzt doch was ins Geisterbuch geschrieben? Ich glaube, er war nicht unten. Ah, nein. Hast du einen anderen Hinweis? Weißt du schon, welcher Geist es ist? Nein. Also Geisterbox weiß ich nicht. Geisterdots, also Dots gibt's auf jeden Fall nicht. Was schließen wir noch aus? Ultraviolett? Dots können wir ausschließen? Dots können wir ausschließen. Dann bleiben nur noch die Zwillinge bei mir. Was hast du noch alles ausgeschlossen? Ich hab UV ausgeschlossen. Ich mach mal mit Walkie-Talkie, dass du mich mithört. Ich hab UV ausgeschlossen. Und das Geisterbuch hast du jetzt praktisch ausgeschlossen. Den Geisterorb haben wir ausgeschlossen und die Dots. Dann bleiben bei mir nur noch die Zwillinge übrig. Wenn wir die Dots, Geisterorb, Geisterbox und Ultraviolett ausschließen, bleibt bei mir Shade. Hä? Achso, Moment. Entschuldigung? Ich habe ja Geisterbox Geisterbuch ausgeschlossen, nicht Geisterbox. Genau. Dann bleiben bei mir nur noch die Zwillinge. Tommy, denkst du das auch? Nein. Nein? Okay. Hast du eine Information für uns von den Gerätschaften, die wir bei hatten? Ja. Ist es EMF? Was soll das jetzt heißen? Ein Grund, uns anzuschreien. Du brauchst jetzt auch hier nicht in Caps Lock schreiben.
Ich glaube, Domi kommt mit Ja-Nein-Fragen nicht zurecht. Hast du Probleme mit Ja-Nein-Fragen? Ich glaube, der ist eingeschlafen. Was? Gefrierpunkt. Bin ich eigentlich nicht der Jagd entkommen? Also, was hatte er dabei? Kamera? Nee, die hatte ich. Die Kamera hattest du? Ich dachte, er hätte EMF dabei gehabt und das Thermometer. War es von einer der Sachen, die du dabei hattest, oder von uns? Also, war es eine Sache von euch? Von dir? Also von mir kann es nicht sein, weil ich habe meine Sachen alle noch einstecken. Ich habe meine Sachen da aber hingeschmissen. Ist der Hinweis von den Beweisen eine Sache? Ich bin halt verwirrt mit den Zwillingen, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es zwei wären. Es sind auf jeden Fall von den Beweisen eine Sache. Ist es die Geisterbox? Ist es der Gefrierpunkt? Nein? In welcher Etage ist er eigentlich gestorben? Der Dot? Kurz vor dem obersten. Also da, wo du dann... Ich will ein Foto von ihm, aber ich will nicht hoch. Sind es die Orbs? Nee, ist es ultraviolett? Ultraviolett? Das kann er nicht wissen, weil wir haben zwei Stück. Einer hängt hier und einer hab ich. Es ist ultraviolett, sagt er. Du hast etwas gesehen mit ultraviolett? Hä? Ultraviolett kann nicht sein. Wir hatten zwei Stück, einen habe ich in der Hand und einen hängt da noch. Es ist nichts mit ultraviolett, richtig? Ja, das funktioniert ja nicht. Ich gehe mich jetzt mit umbringen. Ich mache ein Foto von ihm, ich opfer mich auf und bringe mich mit um. Wir hören uns im Piepser. Ja. Domi, ich komme jetzt zu dir ins Reich der Toten, nachdem ich deinen Arsch fotografiert habe. Halt mich bitte auch auf dem Laufenden, ich höre den Dings jetzt nicht mehr, ne? Ja, also dort sind's auch nicht. Geisterorb? Hast du einen Geisterorb gesehen? Nein. Tommy, dann haben wir alle Beweise durch. Du sagst es doch, es ist eins von den Beweisen. Ich glaube, der will uns trollen. Sie jagt. Ja, ist richtig, aber jetzt nicht mehr. Versuch mal EMF. Lebst du noch? Ja. Ich habe Domis Arsch fotografiert. Ich höre sie weinen. Ja, sie weint sehr viel. Ich glaube, weil ich weggerannt bin, als
tot. Ah, die Arme. Die Arme, die sind einfach traurig, weil sie verlassen wurde. Du bist von der Map verschwunden. Na, so ein Zufall. Ich gehe zu Donny. Zumindest haben wir ein Foto von der Leiche. Ich glaube, den Geist konnte ich, glaube ich, nicht fotografieren. Auch wenn ich es versucht habe. Domi. Okay, Ladies and Gentlemen. Besprecht euch doch einmal kurz. Lauft dann durch den Sensor und sagt mir, was ihr wisst. Moin, Hase. Alter, IMF Level 5 einfach. Entkommen bei der Geisterjagd. Ja, dann sag doch einfach bei... Warum läufst du dann zweimal durch bei IMF, als wir das gefragt haben? Ich bin da öfters durchgelaufen, dass ihr wisst, was beim IMF okay, was ist. Nein! Ja, ist einmal durchlaufen. Das hat uns verwirrt. Entschuldigung, da hab ich... Kann das sein, dass ich immer zu oft zurückgelaufen bin? Ja, jetzt läufst du zehnmal durch, Alter. Ja, um ihm zu sagen, dass wir bereit sind. Nein, weil es war mehr als einmal. Doch. Er macht genau dasselbe, ja, Alter. Ja, ihr wollt was fahren. Ich mute euch gleich. Es ist von einem der Gegenstände, die wir dabei hatten. Das war ein Ja, okay. Ist es das UV-Licht gewesen? Ist es das Dots-Ding gewesen? Okay. Das Buch war es auch nicht. Aber dann bleiben nur noch die Zwillinge übrig mit IMF. Das Buch? Ich bin eher bei, Okay. IMF? Chill oder irgendwie sowas, glaube ich. Nach dem Ausschnittprinzip bleiben nur noch die Zwillinge. Das waren ja. Also IMF 5. Ja, perfekt. Ein Moment, ich trage es ein. Und also... Eigentlich bleiben wirklich noch die Zwillinge übrig. Bitte? Dann bleiben aber immer noch die Zwillinge, also bei den drei Sachen, die wir haben. Box raus. Was ist? Ach, die Box ist raus, ne? Box weiß ich nicht. Wir haben Geisterbuch raus, wir haben UV raus, Orb und Dots. Will ich eine Sache von denen nicht ausschließen? Ah, okay, gut. Wenn die Dots raus sind, dann sind sie Zwillinge. Wisst ihr nicht, okay. Ich habe nicht zugehört, tut mir leid. Ja, ist manchmal schwierig. Aber im Endeffekt... Ich denke, es sind die Zwillinge. Ich habe mal alle Sachen, die wir ausschließen können, wieder freigemacht, um zu sehen, was theoretisch bei EMF 5 sein würde. Okay. Wir machen es so. Tommy liest sich die untersten beiden durch. Du liest dir Oni und Gorio durch. Und ich lese mir Spirit, Gespenst und danach gucken wir, ob Mädchen oder Schwede dazu passen könnte, okay? Oni und Gorio. Ups. Weiß ich nicht mehr. Ich habe auf meine geachtet. Oni und Gorio soll ich. Zwillinge sind halt überall dabei, ne? Gespenst schließe ich schon mal aus. Spirit ist schwierig. Ich würde den Gorio auf jeden Fall ausschließen. Beim Oni wäre ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil der hat... Schneller wie sein Opfer weit, wenn ihr sprechen. Der hat halt... Schließe ich auch aus. Ja, richtig, der Chin ist es auch nicht, Alter. Den Strom ausgesaugt. Was für ein Oni spricht, ist halt, dass er ordentlich Sanity Reich gezogen hat. Reich kann elektrische Geräte, Strom, Benzin. Also Raichu ist es auch nicht. Shade könnte es maybe sein. Der Oni ist aber... Ja, der würde nicht verschwinden. Ich bleib irgendwie trotzdem bei den Zwillingen. Was ist mit dem Mühling? Ich wäre auch bei den Zwillingen, tatsächlich.
Ja, ihr wollt was sagen. Hat das was mit dem Geistertyp zu tun? Denkt ihr, es ist der Oni? Ist es der Gorio? Die Zwillinge? Wir zwei sind uns einig, oder? Ihr denkt, das sind die Zwillinge? Ja, okay, ich denk's. Ich schau noch mal bei den Zwillingen nach. Kann verärgert. Habt ihr vielleicht bei den Geistern zwei verschiedene gesehen? Ja, nee, nicht wirklich, oder? Also ich nicht. Ja, eigentlich nicht. Nee, also ich habe einmal einen Weib gesehen mit so einem Umhang. Weil die können zu zweit jagen. Ja, können sie, aber müssen nicht. Das spricht zwar ein bisschen dagegen, gegen Zwillinge, aber... Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie lange keine einzige Runde richtig, ne? Das ist ein bisschen peinlich. Aber ich verstehe dich inzwischen wieder ordentlich und du mich, glaube ich, auch, oder? Ja, jetzt geht's. Bist du sehr weit weg gestorben jetzt, von dem Ort, wo sie eigentlich ist? Ich war ziemlich ganz oben. Okay, es könnte dann nämlich der Gorio sein. Gorio. Aber er war doch mit den Dots oben. Und dann hätten wir den vor der Kamera gesehen. Da hätten wir ja Ultraviolett oder Dots gesehen, ne? Ja, einmal das und es steht auch da, zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Habt ihr mitbekommen, ob die mit der Umgebung gearbeitet hat? Hast du was mitbekommen? Und oben steht die Kamera, dann hätten wir den Gorio gesehen. Also ich denke, das ist Zwillinge. Ich bleibe auch bei den Zwillingen. Ich bin gleich wieder da. Ich würde tatsächlich sagen, es ist der Oni. Aus dem einfachen Grund, als wir alle drei oben waren, da wo sie ja auch ihren Sitz hat, war sie ja sofort übelst aktiv. Versteht ihr, was ich meine? Ergibt Sinn. Also ich klicke Oni an. Habt ihr etwas angeklickt? Lauf mal einmal durch, Domi. Einer von euch ist hier, right? Ich wollte ihn bloß ein bisschen ärgern. Okay, ich habe Oni angeklickt. Ich würde dann auch losfahren. Damit wir bleiben uns treu, oder, mit den Zwillingen? Wir bleiben uns treu mit den Zwillingen, ja. Okay. Nein? Nee, ich bin auch durchgelaufen. Na klar. Wir sollten es, glaube ich, gleichzeitig machen. Ich glaube, du bist aus Versehen zweimal durchgelaufen, oder? Ja. Lauf du durch. Okay, du sagst definitiv Zwilling. Ja. Ja. Okay, ich vertraue dir. Wir fahren mit Zwilling. Vertrau mir nicht. Nein? Ja. Ja. Okay, wir fahren mit Zwilling. Ey, guck mal. Bam. Was hat er gesagt? Das ist eine Oni, ne? Er tippt auf Oni. Aber er hat jetzt, glaube ich, für uns auch Zwillinge gemacht. Bitte. Ich habe ja gesagt, vertrau mir nicht. Oni, ich wusste es. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht vertrauen, Alter. Ach, Mann, Alter. Ich wusste es, ist der Oni. Ich habe ja gesagt, es ist der Oni. Warte, ich hatte irgendwas, warum ich gesagt habe, dass es nicht der Oni ist. Warte. Achso, wegen diesem. Passt zu seinen Stärken.
Bei den Schwächen war aber mit dem Oni verschwinden weniger häufig, während sie ihre Beute jagen. Als ich oben war, wurde ich ja praktisch gejagt. Und ich bin nicht mal weit weg. Und dann war das aber auch schon wieder vorbei. Und deshalb dachte ich so, ja, okay, aber das ergibt ja keinen Sinn, weil der ist halt instant wieder verschwunden. Und beim Goryo dachte ich, ergibt keinen Sinn, weil zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Oben steht die Kamera, die steht blank, wir haben nichts gesehen. Und Domi und ich waren uns dann einfach einig, dass wir die Zwillinge nehmen. Jo, wir wollten aber was zu sagen, ne? Ja. Selber schuld, wenn du uns vertraust. Ja, aber... Ja. Also ich sehe das als Win für mich, weil ich wusste, ja, dass es der Oni ist. Hattest recht. Na gut. Dann, Okidoki. Auf irgendwann mal wieder eine neue Runde, ne? YouTube auch, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, der einzige Zuschauer ist tatsächlich selbst selber. Und ich. Bisschen. Möglicherweise, ja. Wo sind eigentlich die ersten zwei Folgen? Die ersten. Wir startet bei Folge 3. Die, wenn du in die Playlist gehst, sind da mehr. Die sind aber wirklich noch aus der Zeit, wo ich das allererste Mal gespielt habe. Es gibt auch viel, viel mehr, was wir aufgenommen haben, was aber irgendwie nie bei YouTube kam, weil immer irgendwas schief ging. Bei Phasmo habe ich ganz, ganz viele Fehler immer gemacht mit dem Aufnehmen. Ach so. Du hast eine krasse Musch, Alter. Danke, Mann. Riech mal. Riech Warte, ich riech von hinten. Ui. Ja, Tim, du bist besser. Riecht nach Hamburg, Junge. Ohne Scheiße, es sieht aus, als würde einer von euch vorne und einer von euch hinten lecken. Ja, an der Nordsee. Chili con carne. Geil. Woher weißt du das? Alles dann meldet sich noch mal aus. Jo, wie gesagt, YouTube, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und macht's gut.